y el río está tan sucio que el hombre tiene frío. Él llora como tú. Hay una historia sobre el canal que pasa por nuestra casa, cerca de nuestra casa, de un niño llamado Miguel Ángel. Es gibt eine Geschichte, die passiert ist in der Nähe von dort, wo wir wohnen. Und es ging um ein Kind, das hieß Juan Miguel. Miguel Ángel. Este niño, un día jugaba normalmente con su pelota. Su pelota un día que se cayó al río y trató de ir por ella, pero al querer agarrarla, él cayó y accidentalmente bebió de esa agua. Duró 7 días hospitalizado y murió envenenado por arsénico. Also das Kind spielte am Fluss mit einem Ball, dann ist der Ball in den Fluss gerollt und das Kind hat versucht, den Ball wiederzuholen. Dabei hat es von dem Fluss ein bisschen Wasser verschluckt und getrunken und musste dann ins Krankenhaus, blieb dort 7 Tage im Koma und verstarb, weil es eine Vergiftung hatte durch Arsen. Ese arsénico es una de las 1000 sustancias que arrojan cada día las fábricas que se encuentran alrededor de todos los ríos. Y Arsen ist eine der chemischen oder eins der Gifte, der vielen Gifte, die jeden Tag von den Fabriken, von den vielen Fabriken, die um den Fluss angesiedelt sind, in den Fluss abgelassen werden. Y el gobierno no hace nada para evitarlo. Und die Regierung tut nichts damit, um dies zu verhindern. Ich bin Karin Gabbert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir unterstützen schon seit Jahren einen Projektpartner in Mexiko sowie in vielen Ländern der Welt mit unserer Auslandsarbeit. Und dieser Projektpartner von uns im DEC hat hier zwei Vertreter geschickt. Das sind Maria und Javier. Und die beiden unterstützen seit langer Zeit die Ökobande. Und das macht die Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht so oft. Jugendliche aus irgendwo weit her einzuladen. Wir laden oft Leute ein, eher Akademiker, Aktivisten von sozialen Bewegungen oder Politiker. Aber so junge Leute, die sich engagieren, haben wir eigentlich hier noch nie gehabt. Und es war für uns ein Experiment. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das die Zeit, seit sie hier sind, wirklich toll war. Pues buenas noches. Yo me llamo Itzel. Tengo 14 años. Y pues les voy a hablar un poco de qué es la pandilla ecologista. Schönen guten Abend, mein Name ist Itzel, ich bin 14 Jahre alt und ich werde euch ein bisschen davon erzählen, was unsere Ökobande macht. Es un grupo de niños y niñas de 8 a 15 años que desde el 2009 tratamos de salvar al medio ambiente y al río que corre por nuestra comunidad. Wir sind Kinder in dem Alter von 9 bis 15 Jahren und seit 2009 versuchen wir die Situation um unseren Fluss, den Rio Santiago, zu verbessern. Estamos conformados por 50 niños que, bueno, pues de las escuelas a las que hemos ido se han formado, pero entre sí, al grupo que pertenecemos nosotros, somos de 10 niños y niños y nosotros tres venimos representando a todos los 50 niños. Wir sind insgesamt 50 Kinder und die sind zusammengekommen aus verschiedenen Schulen. Und wir haben kleinere Gruppen, wo wir zu 10 miteinander arbeiten. Wir sind von einer dieser Gruppen und repräsentieren alle 50 Kinder aus der Organisation. Los tres, cada uno estaba en diferentes grupos, pero de esos grupos decidimos juntarnos y hacernos más, pues más, y decidimos todos llamarlos Pandilla Ecologista. Also wir waren vorher in 3 verschiedenen Gruppen, dann sind wir zusammengekommen, um stärker zu werden und haben entschieden, uns die Öko-Bande zu nennen. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo, tengo 14 años, vengo de México y soy parte de la Pandilla Ecologista. Guten Abend, ich bin Osvaldo, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Mexiko und bin auch Teil der Öko-Bande. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que hacemos.
Ich werde euch auch ein bisschen davon erzählen, was wir tun. Nosotros tomamos fotos a la contaminación y a los problemas que hay en nuestra comunidad. Wir machen Fotos von der Verschmutzung und von den Problemen in unserer Gemeinde. Tratando de demandar los problemas que hay en nuestra comunidad, más como la contaminación, la violencia y la pobreza. Wir wollen die Probleme, die es in unserer Gemeinde gibt, sichtbar machen und anklagen, so wie die Armut, die Verschmutzung und die Gewalt. Y pues nosotros estamos conformados desde el 2009 y tratando de que sí se mejore nuestra comunidad porque sí, pues sí está muy muy contaminada y aparte la gente es muy separada, pues no se reúne así. Seit 2009 versuchen wir die Situation in unserer Gemeinde zu verbessern und wir versuchen, also die Menschen sind sehr nicht, sie arbeiten nicht zusammen und wir versuchen deswegen die Situation vor allem um die Verschmutzung zu verändern. Nosotros tratamos de demandar la contaminación a través de las fotos o videos para las empresas que contaminan mucho el río y también a los políticos que gobiernan en nuestro estado o país que no hacen nada por la contaminación que hay en el río o en la comunidad. Wir klagen die Politiker an, weil sie nichts gegen die Verschmutzung tun und wir klagen auch die Firmen an, die schuld an der Verschmutzung sind. Und das tun wir über die Fotos und Videos, die wir gedreht haben. Hola, me llamo Zaira, tengo 13 años. Hallo, ich bin Zaira. Y vengo del Salto, Jalisco, en México. Hallo, ich bin Zaira, ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus El Salto in Jalisco. Nosotros venimos acá principalmente a mostrarles la comunidad donde vivimos y pues a que vean, que conozcan pues cómo vivimos, porque allá es un lugar muy triste, muy pobre, que... Wir sind hergekommen, um unsere Gemeinde zu repräsentieren und um euch zu zeigen, wie wir leben. Unser Leben dort ist teilweise sehr traurig und sehr arm. Nosotros hacemos lo posible para que esto no continúe, pero en realidad no es posible que hagamos tanto nosotros solos y por eso estamos invitando a mucha gente que también se una, mucha gente de allá del Salto. Wir tun unser Möglichstes, dass dies nicht so bleibt und wir laden alle möglichen Leute ein, auch mit uns mitzumachen. Algo muy triste que siento yo es que de esas 300 fábricas que se encuentran alrededor del lugar donde vivimos, del canal, varias de esas ni siquiera son de México. Okay, was mich sehr traurig macht, ist, dass von diesen 300 Fabriken, die angesiedelt sind um unseren Fluss, die meisten oder fast keine aus Mexiko, sondern die meisten aus dem Ausland sind. Y muchas de estas no tienen ni siquiera planta de tratamiento. Solo el 2% tiene planta de tratamiento. Also nur 2 von ihnen haben Reinigungswerke oder Klärwerke. Ich wusste nicht, dass in Mexiko so viele Menschenrechte verletzt werden und dass so eine junge Leute sich dafür einsetzen. Und ich weiß, ich schätze jetzt viel mehr ein, was wir alles hier haben und dass wir einfach sauberes Wasser haben und diese Umgebung so nicht geschädigt wird. Hallo, 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 ich bin Christopher, ich bin 15 Jahre alt und gehe auch auf die Skalitzer Schule. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sich so kleine Kinder sich dafür einsetzen, dass der Fluss sauber gemacht wird
Und ich hoffe, sie schaffen das. Ich fand's echt krass, also wie das da in Mexiko läuft, also dass es so krass verschmutzt ist. Und ich finde es, also diese Geschichte mit dem Jungen, das finde ich auch echt krass, dass sowas, also dass ein Fluss so krass verschmutzt sein kann, dass wenn ein Kind einen kleinen Tropfen in den Mund bekommt, dass er darf, also dass das Kind davon stirbt. Und ich finde es toll, dass halt diese Bande, dass die so ein krasses Projekt auf die Beine gestellt haben. Und das finde ich echt toll. Und wir haben heute im Workshop, da haben wir eine Sache gemacht, da haben wir 10 Sachen zu unserem Ich aufgeschrieben, also 10 Sachen, die über uns sozusagen einfallen und 10 Sachen zu Wasser. Und daraus sollten wir dann ein Gedicht schreiben. Und ich lese meins, ja, und ich lese meins jetzt mal vor. Geboren, um zu leben. Als groß und stark aufgewachsen bin ich gewaltig. Ich bringe den Tod und das Leben. Schwimme im Lebensraum des wichtigsten aller Dinge. Als blaues Leben bin ich sportlich. Ich fließe selbstbewusst mein Leben lang. Hilfsbereit gebe ich dem Lebewesen einen Teil von mir. Und schlau wie ich bin, gehe ich meinen eigenen Weg. Doch verbinde ich mich mit anderen meiner Art. Ich fließe klar und habe Spaß. Doch kann ich auch Schaden anrichten. Doch perfekt wäre ja auch ohne Pflichten. Deswegen bin ich geboren, um zu leben. Und ich möchte auch nochmal einen ganz, ganz großen Applaus für die, weil ich finde es echt krass, was die gemacht haben. Bueno, pues ahorita les vamos a presentar un video que muchas de las fotos y de las todas las entrevistas que están en ese video las hicimos nosotros, las tomamos nosotros. Wir wollen euch jetzt ein Video zeigen, von denen alle Bilder und die Interviews von uns gemacht wurden. Jetzt werden Maria González, die Direktorin vom IMDEC, der Organisation, die dort, wo die Kinder wohnen, seit vielen Jahren arbeitet, und Javier Romo, der auch zu dieser Organisation gehört und sehr lange Umweltbildung, Umweltprojekte auch mit Kindern und Jugendlichen macht, was zu den Informationen erzählen, die sie zusammentragen konnten über die Vergiftung durch die Unternehmen an diesem Fluss. Bueno. Muy buenas noches. Schönen guten Abend. Bueno, ya solo nosotros vamos a complementar con información. Ya tanto Zaida como Itzel, Osvaldo, las fotografías, el video, a través de su palabra, de sus fotos, del video, pues han mostrado aquí la contaminación del río Santiago en Jalisco. Also Javier, Zaida und Itzel haben ja schon durch die Fotos, die Videos und durch ihre Worte von der Situation erzählt, vom Rio Santiago in Jalisco. Und wir werden jetzt noch einige Informationen hinzufügen. Y nosotros vamos a complementar y a centrarnos en cuál es, digamos, la responsabilidad tanto del gobierno mexicano para que esté pasando esta situación violatoria de derechos humanos y también de las empresas que están en este corredor industrial. Wir werden jetzt auf die Verantwortung der mexikanischen Regierung hinweisen und darauf, dass die Rechts- oder Menschenrechtsverletzungen nicht beachtet werden, und auf die Beteiligung der Fabriken um den Fluss. Estas 300 empresas, más de 300 empresas que se han mencionado, tanto los niños como el video, son empresas de Estados Unidos, de diversos países de Europa, de Asia, y también son empresas mexicanas. Diese 300 Fabriken, die bereits von den Kindern und im Video erwähnt wurden,
sind, also das sind Unternehmen aus den USA, aus Asien, Europa und auch aus Mexiko. Y estas empresas, sus giros principales son electrónica, alimentos, automotriz, metalmecánica. Die so Unternehmen sind Unternehmen für Elektrik, für Automechanik, für Nahrungsmittel und chemische, für Chemikalien. Y ahora vamos a mostrar un poquito, digamos, la complejidad entonces de esta contaminación tóxica por esta diversidad de empresas, tanto de diferentes países del mundo como de diferentes procesos químicos y productivos. Wir wollen jetzt auf die Komplexität und die Zusammenhänge hinweisen und auf die Vielfalt der Unternehmen, die bei der Verschmutzung eine Rolle spielen. Primero queremos denunciar que el Estado mexicano minimiza el problema de la contaminación industrial como una estrategia de protección a la inversión de estas empresas. Wir klagen die mexikanische Regierung dafür an, dass sie die Probleme reduziert und das ist für sie eine Strategie, um die, die Investitionen der Unternehmen zu schützen. Y afirma que la contaminación del río Santiago se debe principalmente por fuentes urbanas. Also das bestätigt eigentlich nur nochmal, dass die Verschmutzung der Unternehmen aus städtischer... Ah ja, okay, die Regierung sagt, das ist eine Verschmutzung, die aus der Stadt kommt. Y entonces las acciones que ha realizado son mínimas y están solamente centradas en una sola planta de tratamiento que entró en funcionamiento este año y que solo va a tratar aguas residuales domésticas. Also das einzige, was die Region unternommen hat, ist bei einem Klärwerk nachzuschauen, die städtische Abwasser klären soll. Otro factor importante es que la normatividad en México, la normatividad ambiental es insuficiente para controlar las descargas industriales. Also die Regularien, die wir haben in Mexiko, die sind einfach nicht ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Abwässer einen Gesundheitsstandard garantieren. No existe información confiable sobre la contaminación industrial. Existen, por ejemplo, inventarios de empresas y diferentes dependencias gubernamentales afirman que existen 150 empresas, otra dependencia gubernamental dice que son 200, otra dice que son 300. Also es gibt einfach keine vertrauenswürdigen Informationen. Wir können die Informationen bekommen von den Unternehmen selber oder aus Quellen der Regierung und die sind sehr unterschiedlich. Manchmal wird gesagt, dass es 150 Unternehmen gibt, manchmal 200 oder 300. No se sabe tampoco quién está descargando al río exactamente qué. Es decir, no están caracterizadas las sustancias tóxicas que están vertidas en el río. Also man kann schwer sagen, was genau durch wen in den Fluss abgeleitet wird. Also man kann deswegen auch nicht genau sagen, welche Stoffe in den Fluss abgeleitet werden. Por lo tanto, es difícil señalar a una industria o a dos o a tres como responsables directas de la contaminación con mayores elementos de prueba. Deswegen ist es auch schwierig, eins der Unternehmen direkt verantwortlich zu machen, weil uns auch einfach die Proben fehlen dafür. Sin embargo, existen también algunos estudios
gubernamentales, oficiales, que reconocen que la industria está contaminando y que existen diferentes tóxicos en el río Santiago. Also es gibt dennoch einige Untersuchungen, die auch offiziell gemacht wurden von der Regierung, die bestätigen, dass es Verschmutzung gibt durch die Fabriken. Y un último factor es que el sector industrial no acepta su responsabilidad. Cuando los empresarios hablan, ellos dicen que están cumpliendo con las normas ambientales y que en todo caso la contaminación del río Santiago es responsabilidad del gobierno mexicano. Also die Unternehmen, die übernehmen auf jeden Fall keine Verantwortung. Die sagen, dass die Verschmutzung des Flusses die Verantwortung der Regierung ist. En este año 2012 se ha logrado conseguir un estudio muy importante realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Also 2012 gab es eine sehr wichtige Studie, die von dem Institut für Wassertechnologien in Mexiko durchgeführt wurde. Que el gobierno mexicano tenía escondido. Y en este estudio se comprueba la contaminación industrial, los riesgos a la salud, y se determina que en el río, en este estudio, se encuentran más de 1090 sustancias tóxicas. Okay. Diese Studie belegt, dass es 1090 chemische Substanzen in dem Wasser gefunden werden können, und das bestätigt eben die industrielle Verschmutzung und auch die Schaden für die Gesundheit. Und diese Studie wurde von der mexikanischen Regierung erst zurückgehalten. Y bueno, yo traía un discurso de una hora, pero como veo que están cansados, voy a hablar solo un minuto para dar unos ejemplos. Also ich habe eigentlich eine Rede für eine Stunde vorbereitet, aber ich sehe, dass ihr schon ein bisschen müde seid, dann beschränke ich mich auf ein paar Minuten. Solamente para ilustrar que, bueno, se dice que en este estudio que menciona María, concluyen que del 87 al 94% de las industrias incumplen con alguno de los parámetros de la norma mexicana, que solamente regula 20, es muy poco. Okay, also in dieser Studie, die María gerade erwähnt hat, heißt es, dass zwischen 87 und 94, entre 87 y 97 de las... El total de las industrias no cumple. Also zwischen 87 und 94% der Industrie hält nicht die Gesundheitsstandards ein. Und die Umweltnorm. Genau. Y un ejemplo de la legislación estadounidense que para el caso de las sustancias químicas y plásticos regula 62 parámetros. 62. Okay, ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Also dort werden ungefähr durch 72% der Unternehmen die Umweltstandards eingehalten und reguliert. Y en México se regulan solo 2 de esos 62. Ah, okay. Also in Mexiko werden nur 2% von 62 Sustancias? Okay, also 2% der chemischen Stoffe werden kontrolliert. Ah, okay, also die Gesetze in Mexiko sorgen nur dafür, dass 2% dieser Stoffe sozusagen als giftig bezeichnet werden, während in den USA das 62% sind. Y a ver, les voy a lanzar una adivinanza, una pregunta. ¿Saben del 2005 al 2011 saben cuántas industrias fueron sancionadas por el gobierno mexicano por contaminar no solamente en este pedazo del río, sino, bueno, ya. Ich möchte mal euch also dass ihr ratet, wie viele Unternehmen zwischen 2005 und 2011 in Mexiko sanktioniert wurden durch ihr Verhalten. Quien le atine, le regalamos una camiseta.
Und wer richtig redet, dem schenken wir ein T-Shirt. Fünf. Cinco. Cero. Una. ¿Quién dijo eso último? No, no escuché. ¿Le das el letzte Schlag? Cero. Uno. Cero. Cero. Te llevas la camiseta. Für dich ist das T-Shirt. Del 2005 al 2011, cero industrias sancionadas. Also es wurde kein einziges industrielles Unternehmen sanktioniert zwischen 2005 und 2011 in Mexiko. Y en este estudio reciente hicieron tres campañas, o sea, tres muestreos en el río, en este estudio reciente que hicieron, que además tiene muchas limitaciones. Also in dieser Studie, die auch sehr begrenzt ist, wurden drei Proben dem Fluss entnommen. Y en los tres estudios encontraron que el río Santiago está muy contaminado. Also, und da haben sie festgestellt, dass der Fluss tatsächlich sehr, sehr verschmutzt ist. Una gran sorpresa para todos, ¿no? Ja, eine sehr große Überraschung für uns, oder? Y ellos lo califican del 0 al 100. Y del 95 al 100 es excelente la calificación. Also es gibt halt so einen Normbereich zwischen 0 und 100 und zwischen 95 und 100. Dieser Bereich wird als excelente bezeichnet, als ausgezeichnet. Y la calificación del río fue 40 a 44. Also, und unser Fluss bewegt sich zwischen 40 und 44 der Qualität. Y la calificación donde el canal donde son las fotos y donde murió el niño Miguel Ángel es de 27 a 28. Und was ihr auf den Fotos seht, das sind Kanäle, wo auch zum Beispiel das Kind gestorben ist. Und da ist die Qualität zwischen 27 und 28. Y por último, decir que de las industrias que ya mencionaron los niños, y, solamente, bueno, voy a decir algunas de las que, alemanas que sabemos que están ahí. Na, ich werde jetzt ein paar von den Industrieunternehmen erwähnen, die an unserem Fluss angesiedelt sind und die aus Deutschland sind. Que no necesariamente son las que más contaminan, pero creo que es más interesante mencionar las alemanas que las japonesas ahorita que estamos en Alemania. Ja. Also das sind vielleicht nicht, die deutschen Unternehmen sind vielleicht nicht unbedingt die am meisten verschmutzen, aber es könnte vielleicht euch mehr interessieren als die japanischen Unternehmen, die mit beteiligt sind. Y perdón porque mi alemán no es muy bueno, pero... Tut mir leid, dass ich bisher noch nicht so gut Deutsch gelernt habe. Está la Sachs, Boche... Continental, Helm, Behringer, Ingelheim, Siemens, y hay otras dos importantes que quiero mencionar, aunque no son alemanas, que es Nestlé y Siva. Ja, also, o Hunsmann. Ja, also er hat jetzt gerade schon die deutschen Firmen erwähnt. Lo voy a repetir porque lo hiciste muy rápido, pero bien. Ich sag's nochmal, damit es auch einem im Kopf bleibt. Also, dass es Sachs, Continental, Bayer, Helm, Böhringer Ingelheim, Siemens und dann hat er gesagt, dass es noch zwei weitere gibt, die nicht deutsch sind, aber die er trotzdem erwähnen möchte. Das ist Nestlé und Hunsmann. Hunsmann. Und Siva. Y solamente decir por último ahora sí que sabemos que la Sachs en este último estudio está por arriba en algunos parámetros de la norma mexicana, que de por sí es una norma bastante mala. Also, entonces están mejor, cuidando mejor. Dices, arriba de la norma. No, están, están cruzando el límite. Okay, also Sachs ist, hält sich, ist eines der Unternehmen, das sich zum Beispiel nicht an die Werte im Normbereich hält. Y que Siemens, por ejemplo, en un reporte voluntario, en México, Siemens dice que también aporta algunos gramos de cianuro y otras sustancias, pero está bien porque no están en la norma. ¿De cianuro? ¿Cianuro? Ah, okay. Okay. Siemens hat jetzt also in einem freiwilligen Bericht sehr schlechte Werte für eine chemische Substanz, die ich nicht kenne. Sag nochmal bitte, Karin. Cyankali. Wirklich? Cyankali.
Y bueno, ya como un dato ya super final adicional, es que el 94% de los cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación. Also jetzt noch eine letzte wichtige Information. 94% der Gewässer in Mexiko haben einen sehr hohen Grad an Verschmutzung. Y pues para nosotros es muy inspirador y muy importante el ejemplo que nos ponen los más pequeños, ¿no? Also für uns ist es sehr inspirierend und von hoher Bedeutung die Arbeit, die die jungen Menschen für uns machen, zu dem Thema machen. Y decir que el proyecto de los niños es uno de los varios forma parte de como de un movimiento socioambiental que se está gestando en el estado de Jalisco. Also die Arbeit, die die Kinder machen, ist ein Teil einer Bewegung in dem Staat von Jalisco, also in der Region. Und das ist eine sozial-ökologische Bewegung. Y ahorita hay una campaña muy importante que, por ejemplo, está haciendo Greenpeace sobre ríos tóxicos y otras organizaciones afectadas. Also im Moment gibt es auch eine Kampagne von Greenpeace, da geht es um Giftstoffe und um die Organisationen, die, oder Almas Organisation, que están involucradas. Sí. Sí. Und diese Kampagne wird von verschiedenen Organisationen geführt. Y gracias, igual que los niños, quiero aprovechar para decir que estamos muy agradecidos con la hospitalidad, con el recibimiento y con el interés, y conocer también cuáles son las problemáticas aquí y encontrar puntos de engarse con el proyecto particularmente de los niños. Also ich möchte genau wie die Kinder dafür danken, wie wir hier empfangen wurden, für euer Interesse und auch für eure Fragen. Und wir sind auch gekommen, um zu gucken, wie ihr hier mit Problemen umgeht und um nach Möglichkeiten zu schauen, wie wir uns vernetzen können und uns gegenseitig unterstützen. Pues parte de las estrategias que estamos trabajando es este viaje a Alemania para empezar entonces a difundir y a generar también aquí alianzas para lograr que el Estado mexicano reconozca que la contaminación del río Santiago se debe a las industrias como principales responsables. Also Teil unserer Strategie ist tatsächlich auch diese Reise hierher. Wir wollen nämlich damit erreichen, dass einfach informiert wird über die Situation. Wir wollen Verbündete finden, damit der mexikanische Staat endlich anerkennt, dass es eine so hohe Verschmutzung gibt. Genau, durch die Industrie. Entonces les estaremos invitando a que se sumen a diferentes campañas para exigir a las empresas, principalmente alemanas, desde Alemania, que así como respetan aquí los derechos humanos y los derechos ambientales, también en México deben ser respetados. Also wir möchten euch dazu einladen, dass ihr an verschiedenen Kampagnen teilhabt, und es geht uns darum, dass die Menschenrechte und das Recht auf Gesundheit eingehalten wird, so wie es hier in Deutschland eingehalten wird, und dass die Situation sich auch entsprechend in Mexiko verbessert. Mientras las empresas sigan descargando al río Santiago, ninguna otra acción va a remediar y va a recuperar el río, la naturaleza y la vida de la gente. Es importante exigir a las industrias cero descargas al río Santiago. Ja, also solange noch Abwässer und giftige Stoffe in den Fluss abgeleitet werden, können eigentlich unsere Aktionen nichts erreichen. Und unsere Forderung ist es, dass 0% giftige Stoffe abgeleitet werden, damit wir unserer Natur den sauberen Fluss zurückhaben können. Bueno, yo también pues aprovecho para agradecer a las escuelas, a la fundación que nos han recibido y a todos ustedes que están aquí y pues seguiremos en comunicación y pues a presionar, a movilizarnos y a pues a lograr que la gente allá en México y el río Santiago vuelva a ser un río vivo. Also ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen,
euch allen zu danken, für diejenigen, die uns empfangen haben. Ich möchte den Schulen danken und der Stiftung. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, in Kommunikation bleiben, damit wir erreichen können, dass es immer eine gemeinsame Mobilisierung gibt, die dazu führt, dass wir unseren Fluss als einen lebendigen Fluss zurückhaben. Y les esperamos en México. Wir laden euch herzlich nach Mexiko ein. Wir warten auf euch. A mí me da mucho coraje que nosotros que somos niños estemos poniendo el ejemplo a los adultos que viven allá, porque nos importa más el río y pues las demás personas salen, huelen porque huele muy feo y no hacen nada para salvar el río. Also, das motiviert mich, dass wir auf diese Probleme aufmerksam machen können, weil es betrifft uns alle. A mí también me ha gustado mucho aquí porque veo que es mucho más limpio que allá y que tienen su río limpio y que lo cuiden. Mir ging es auch sehr gut hier, vor allem weil es so sauber ist, viel sauberer als bei mir zu Hause und weil sie einen sauberen Fluss, weil ihr einen sauberen Fluss habt, den ihr, auf den ihr gut aufpasst. Es muy hermoso aquí, Berlín es Nos encantó a todos y pues es casi exactamente todo lo contrario a la UICHL. Berlin ist eine tolle Stadt, uns hat hier sehr viel gefallen und naja, Berlin ist ungefähr genau das Gegenteil von unserem Zuhause. Aquí es muy seguro, luego se nota, y no hay pobreza, no hay por lo que nosotros estamos pasando. Also uns ist aufgefallen, dass es hier sehr sicher ist und wir haben auch so gut, also wir haben keine Armut gesehen, zumindest ist uns nichts aufgefallen. Eso es todo y gracias. Ja, vielen Dank.